Moin, hier ist Horst. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken an alle 560 oder 562 Abonnenten, die ich jetzt bei mir drauf stehen habe. Also schönen Dank, dass ihr mich abonniert habt und würde mich freuen, wenn noch mehr Abonnenten dazukommen würden. Meine Anlage ist also am 20.02.2019 jetzt endlich freigeschaltet worden. Die WMAG war also hier. Ist auch alles unkompliziert durchgelaufen. Das ging also alles ruckzuck. Gab keine Schwierigkeiten. Die Anlage läuft. Und ja, ich zeige euch das jetzt kurz. Und am Ende zeige ich euch nochmal die Autarkie und was wir eingespeist haben und so weiter in einer Grafik. Und zwar heute haben wir den 21.02. Und ich werde jetzt wöchentlich einen Film machen über meine PV-Anlage, wie sich das jetzt alles verhält mit der Einspeisung, mit der Autarkie, was wir eingespeist haben ins Netz oder was wir eben bezogen haben aus dem Netz und so weiter. Dann wird natürlich auch folgen, und zwar eine korrigierte wirtschaftliche Berechnung, die werde ich natürlich auch immer wieder mit einstellen. Und ja, irgendwelche Fragen, die vielleicht auftauchen, werde ich natürlich auch noch beantworten. Ich habe mir auch schon einige Kommentare notiert, die ich natürlich auch beantworten werde. Also jetzt geht es aber endlich mal los mit dem Film. Moin, hier ist Horst. Ja, heute ist der 20.02.2019. Heute ist meine Anlage, meine Solaranlage, in Betrieb genommen worden. Und zwar die WMAG war heute hier und hat die Anlage abgenommen, hat einen neuen Zähler eingebaut und ja, die Sonnenbatterie läuft, der Wechselrichter läuft, alles läuft super. Im Anschluss zeige ich euch gleich dann nochmal, wie das heute Abend um 20 Uhr aussieht mit der Autarkie und was wir eingespeist haben bei dem schlechten Wetter. Und ja, das zeige ich euch dann gleich nochmal. So, dann wollte ich euch nochmal zeigen, was hier im Zählerschrank gemacht worden ist. Insgesamt jetzt ist also nicht viel, was hier reingekommen ist. Und zwar ist hier einmal der Zähler von der WMAG reingekommen, der natürlich jetzt einmal die Einspeisung ins Netz mitzählt und mein, wenn ich was vom Netz bekomme, hier auch reingespeist wird bei mir ins Haus. Dann haben wir hier einmal eine Zählertafel nochmal, also für den Zähler von Sonnen. Der wird aber sicherlich jetzt irgendwann, ja, halbes Jahr, dreiviertel Jahr erst kommen. Das ist dann der Verbrauch, den wir hier selbst haben, weil wir ja die Sonnenflat haben. Ja, hier sind dann noch zwei Relais für die PV-Reduzierung oder halt eben auch für die PV-Abschaltung. Hier haben wir einmal den Federschirmschutzschalter für den Wechselrichter, dann Ausschalter für den Wechselrichter nochmal und den Messwandler. Dann hier oben haben wir einmal den Federstromschutzschalter, Speichersystem und Sonnenspeicher und fürs Powermeter. Ja, dann haben wir hier hinten noch einmal einen Überspannungsschutz. Der muss jetzt auch immer mit eingebaut werden. Ja, dann auf der anderen Seite habe ich jetzt meine Sonnenbatterie und den Wechselrichter. Den zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Und dann gehen wir einmal ins Büro und ich zeige euch, was wir heute geladen haben und was wir verbraucht haben und die Autarkie. Ja, zum Schluss wollte ich euch ja noch mal die Grafik zeigen, was immer noch nicht so ganz fertig ist. Das wird also noch alles verbessert, aber für diese zwei Tage, das heißt, heute ist ja schon der 22.02.2019, das heißt, die Anlage läuft jetzt genau zwei Tage, und zwar von 14 Uhr am 20. bis heute 14 Uhr.
Ja, jetzt schauen wir mal auf die Grafik und da sehen wir, dass wir im Moment 55,8 Kilowattstunden Strom erzeugt haben und wir haben 16,3 Kilowatt Strom selbst verbraucht, also einen Eigenverbrauch gehabt. Und wir haben 7% Netzbezug gehabt, also 7% haben wir eingespeist und damit erreichen wir einen Autarkiegrad von 93%. Das ist also ein super Ergebnis. Allerdings müssen wir jetzt noch warten, bis wir im Sommer sind, weil wir haben ja einen großen Teich und da laufen zwei Pumpen und UV-Lampen und so weiter und da ist der Stromverbrauch nachher höher. Und da wird sich die Sache natürlich ändern, aber im Moment, so wie es jetzt aussieht, bin ich also total zufrieden, muss ich sagen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Und in den nächsten Videos, da geht es auf alle Fälle auch um die Auswertung, um eine nachträgliche Wirtschaftlichkeitsberechnung nochmal, also eine Korrektur der Wirtschaftlichkeitsberechnung, weil wir haben natürlich nicht alle Module auf einer Seite, die sind natürlich verteilt auf dem Dach, das haben wir ja schon gesehen. Und ja, was dabei rauskommt, das möchte ich euch natürlich zeigen. Da möchte ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, unten einen Kommentar eventuell lässt und noch schöner wäre es, wenn ihr mich auch abonnieren würdet. Also, schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Euer Horst.